Einen wunderschönen guten Morgen miteinander. Wie ihr sehen könnt, sieht man noch nicht viel. Es ist mal wieder vor Sonnenaufgang noch. Heute erkunden wir ein bisschen die Westkante von Teneriffa quasi. Unser erster Stop dafür ist Masca. Das ist so ein kleines Kaff irgendwo mitten in den Bergen, umringt von Bergen. Und wir wollen mal schauen, ob wir es schaffen, dort in Richtung Sonnenaufgangszeit dort zu sein. Hier dauert in diesem Talkessel. Das hier unten ist dann die Stadt Masca. Da laufen wir jetzt gleich mal hin, schauen, ob es vielleicht irgendwo einen kleinen Kaffee oder sowas gibt. Und da hinten ist dann schon das Meer. Von hier oben anschauen, wie diesen Steinklops und ein paar Häuschen in der Gegend. Wir hatten eigentlich die Hoffnung, dass wir hier was zum Frühstücken finden, dem ist aber absolut nicht so. Das früheste, was wir glaube ich gesehen haben, war Öffnungszeit um 10:30 oder so. Deswegen fahren wir jetzt weiter nach Teno. Thank you.
Gut, wir haben ein kleines Frühstückchen hier in Bella Vista. Und jetzt geht's weiter zum Punta. Punta Teno, dem westlichsten Punkt von Teneriffa. Hier drüben haben wir die Los Gigantes. Da irgendwo ganz da hinten am Ende waren wir gestern schon mal. Richtig cool hier. Und das war Garachico oder sowas in der Richtung, wie auch immer Spanisch geht, keine Ahnung. Ganz schön nett hier mit der kleinen Altstadt und so. Jetzt wird gleich unser Auto gerammt. 3, 2, ja. Warum rammt er uns? Naja, das ist halt unser Hobby. Gut.
Wir fahren jetzt zurück in unser Heimatkaff. Jetzt rammen wir uns gleich nochmal. 3, 2, 1. Warum rammt er uns? Spanien. Und nun, zurück in unser Heimatkaff, bevor der uns noch dreimal auf die Motorhaube fährt. Ihr seht schon, wir sind zurück in unserem kleinen Ferienhäuschen. Nach unserem Lunchbreak hat es leider das Regnen angefangen. Wir wollten noch in so einen Park gehen, aber Park im Regen ist ja dann doch immer eher ein bisschen unspektakulär. Danach war ich ehrlich gesagt super müde. Und habe erstmal 2 Stunden Mittagsschläfchen gehalten. Jetzt ist noch so ungefähr eine Stunde, bis die Sonne untergeht. Wir werden heute wohl nicht mehr viel treiben. Und ich dachte mir, ich hole noch kurz meinen Gorilla-Pod hier aus dem Auto und mache ein paar schöne Timelapses.